So, hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Naruto Ultimate Ninja Storm Revolution vs. Duel. In der letzten Folge haben wir uns die vorletzten zwei Charaktere angeguckt und in dieser Folge werden wir uns die letzten zwei anschauen, nämlich Kankuro und Temarius Teil 1. Und dann bleiben uns noch drei Speciales. Wir haben aber erstmal hier noch theoretisch Hinata, die haben wir uns ja schon mal angeguckt, und Gaara, und Gaara in seinen zwei Outfits. Und dann haben wir hier noch Kankuro mit den zwei verschiedenen Gesichtsbemalungen. Ansonsten ist das Jutsu aber dasselbe. Und gegen Jugo. Yeah, auf der großen Naruto-Brücke. Okay. Also, Kankuro kennen wir ja schon als großen. Der Kleine hat natürlich auch wieder seine Puppe dabei. Und spielt sich halt wie ein standardmäßiger Puppenspieler. Genau. Das hier ist Stick und B. Dann haben wir natürlich noch den Blockbrecher. Genau. Die Chakra Shuriken ist diese Giftbombe. Mal gucken, ob ich sie noch treffe. Scheinbar nicht. Naja, ist ja egal. Es ist eine Giftbombe. Die ist jetzt nicht so spektakulär. Dann haben wir natürlich unsere Abwärtskombi. Wenn wir sie treffen würden. Eventuell. Dann eben die... Alter. Die Abwärtskombi. Hey, wow, hat die mal geklappt. Die Seitwärtskombi. Schön. Die Aufwärtskombi. Und die Luftkombi. Oh Mann. Ach, er ist schon tot. Okay. You're way too weak. Na, dann halt nicht. Und dann halt nicht. Zur Charakterauswahl. Warte. Was tue ich? Ich muss ihn ja nochmal. Ach. Ja, ich bin ein bisschen verplant gerade. Sollte man merken. Apropos, dann können wir eigentlich, wenn wir eh schon hier sind, die andere, das andere Design nehmen. Oh, gegen seinen Vater. Ja. So. Let the battle begin. Gut, dann... Na. Dann halt nochmal. Oh, das war die Luftkombi. Okay, dann haben wir noch genau unser Jutsu. Das spielt sich wie immer. Ach stimmt, das wirft ja auch die Puppe. Oh, ist so stressig. Naja, Jutsu. Und, We're so gonna finish you off.
So, schön. Jetzt muss halt nur noch das ultimative Jutsu treffen. Nein? Okay. Hör doch auf! Ach man, ey, boah, das ist so nervig. Oh, ja. Komm, Puppe. Secret Black Move Iron Maiden! Eat this! It isn't a good idea to come near my puppet. Game over! Genau. You're way too weak. Das war Kankuro und jetzt fehlt nur noch Temari. So, diesmal wirklich zur Charakterauswahl. Fehlt noch Temari. Ja. Mhm. So, Temari. Ja. Die hat auch zwei Outfits übrigens. Und die schauen so aus. Nehmen wir einfach mal das. Gegen Haku. Und zwar im Todbaumwald. Okay. So, Temari. Let the battle begin. Na gut, also die. Das sind die ultimativen Shuriken. Dann Stick und B. Genau. Stick und B, dann der Blockbrecher. Genau. Dann die Abwärtskombi. Schön. Die Seitwärtskombi. Na, dann halt nicht. So, die. Ach, shit. Die Seitwärtskombi ein drittes Mal. Danke. Die Aufwärtskombi. Ach komm. Genau, die Aufwärtskombi und die Luftkombi. Ja, das war gerade noch das Jutsu. Don't do anything pointless. Genau, aber das war leider zu viel des Guten. Deswegen nochmal, ach so, ah, Gott, ja, wie gesagt, ich bin verplant. Ich denke immer, Revanche ist eins nach unten, weil ich bin schon so gewohnt. Oh Gott. Okay, egal. Dann halt. Naja. Dann halt, schauen wir uns halt dann noch das andere Outfit an. Das ist ja auch nicht schlimm. Ist ja auch nicht schlimm. Haben wir mehr zu zeigen. So. Let the battle begin. Also. Die Aufwärtskombi ist das hier nochmal. Dann Luftkombi. Abwärtskombi. Genau, schön in die Fresse. Aua. Das war die Ulti, Ninjutsu, nicht das Ulti. Motive. So. Nochmal schön hier zusammenschlagen. Oh,
So, und dann... Das ist Ultimative. Summoning Blade Dance! Bye bye. Too weak. Game over! This is a waste. You're just too weak. Schön. Das war Temari. Und vor allem waren das alle Naruto Ultimate Ninja Storm The Revolution, alle Revolution-Charaktere. Und bin ich heute verplant. Und das heißt, alles, was uns bleibt, sind noch diese ominösen nicht auswählbaren Stellen hier, die uns aber eventuell schon bekannt sind aus dem letzten Special zu Hilfscharakteren, denn das sind die Hilfscharaktere natürlich. Die fehlen uns noch zum Teil. Nicht alle. Die hier werden wir, glaube ich, schon gemacht haben. Aber die drei sind auf jeden Fall neu. Und die vier wahrscheinlich auch. Genau, und dann fehlen nur noch die Erwachtformen. Und die Jutsus, genau. Die Team-Jutsus. Gut, dann würde ich sagen, war's das für diesen Part von Naruto Ultimate Ninja Storm Revolution vs. Duell. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo wir uns dann die Hilfscharaktere anschauen. Und ich würde sagen, bis dahin, ciao!